Du liebst die Nordsee, weißt, wie wichtig all unsere Meere sind und willst sie schützen? Vor Plastikmüll zum Beispiel, denn davon gibt's immer noch viel zu viel. Gotback, eine Firma aus Mainz, kümmert sich darum, dass das Zeug eingesammelt wird. Nicht hier, sondern in Indonesien. Da ist das Problem noch viel größer und da landet auch so mancher Plastikmüll aus Europa. Bei Cleanups haben sie dort inzwischen 1 Million Kilo Plastik eingesammelt und so dem Meer etwas Gutes getan. Was machen die von Gotback mit dem eingesammelten Zeug? Ocean Impact Plastic nennen sie das. Sie verwerten es, machen daraus richtig coole Sachen. Rucksäcke, Koffer, Taschen, stylisch und total angesagt. Damit unterwegs zu sein, ist ein Statement. Gotback, weltweit der erste Rucksack, der aus Ocean Impact Plastic hergestellt ist. Guck dir gleich mal die Kollektion an. www.got-bag.com. Mit dem Code Nordsee10 bekommst du zurzeit 10% Rabatt. Dann bist du stylisch unterwegs und unsere Meere freuen sich. Das war Werbung. Und jetzt geht's direkt zum Nordsee-Podcast. Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 155. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute besuchen wir eine Nordseeinsel, die das reinste Paradies ist. Und dennoch ist sie unerreichbar, denn wir können sie eigentlich nur im Podcast digital besuchen. Mit unseren eigenen Füßen dürfen wir sie nicht betreten. Es geht nach Trieschen. Trieschen liegt in der Meldorfer Bucht, also in der größeren Elbmündung, gut 14 Kilometer von der schleswig-holsteinischen Nordseeküste entfernt und ist ein Ort, wo die Natur noch Natur sein darf. Es ist ein Rückzugsort der Vögel. Zugvögel rasten dort im Frühjahr und im Herbst. Für sie ist es das reinste Paradies. Dort können sie sich in aller Ruhe durchfuttern und Kraft sammeln für ihre weiten Strecken. Denn Menschen sind dort nicht anzutreffen. Nur eine darf dort sein. Das ist die Vogelwartin. Und die ist von März bis Oktober da. In diesem Jahr ist es Melanie Thiel. Und mit der habe ich mich in Ruhe unterhalten und die nimmt uns jetzt alle mit in ihr Paradies. Moin Melanie, wann warst du denn zuletzt am Meer? Ich bin gerade jetzt am Meer, genau. Ich befinde mich auf etwa einer 180 Hektar großen Insel, etwa 14 Kilometer vom Dithmarscher Festland weg. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, dann gucke ich direkt aufs Meer drauf. Ja, so groß ist Trieschen nämlich gar nicht. Also du hast schon erklärt, wo Trieschen genau liegt. Ich glaube, bevor wir über dich sprechen, müssen wir erstmal über Trieschen sprechen. Ja. Trieschen ist die schnellste Insel der Welt, weil sie sich so schnell von West nach Ost bewegt. Genau, ja, das Besondere an Trieschen ist, dass die Insel nicht eingedeicht ist. Das heißt, sie ist einer natürlichen Dynamik unterworfen. Und das bedeutet eben auch, dass die Insel wandern darf. Und wie du eben schon gesagt hast, das tut sie auch jedes Jahr in Richtung Festland. Ich glaube, 30 Meter pro Jahr etwa, glaube ich. 30 Meter pro Jahr wandert sie. Ja, genau. Unglaublich. Also die Insel liegt im Grunde vor der Elbmündung, vor der Meldorfer Bucht und hat eine Sichelform und der Sand wird im Westen abgetragen und lagert sich im Osten wieder an. Ne? Genau, also größtenteils durch die Strömung bedingt. Ja, und sie wandert nicht nur, sie wird auch tatsächlich ein bisschen kleiner jedes Jahr. Also es ist nicht immer nur ein Abtragen und Anlagern, sondern es wird auch tatsächlich was weggespült. Schade. So eine besondere Insel, die es seit 400 Jahren gibt. Also da wurde sie das erste Mal erwähnt. Und es sind jede Menge Vögel zu Hause und nur ein Mensch und das bist du, die Vogelwartin von Trieschen. Genau. Ja. Wie kam es denn dazu, dass du Vogelwartin geworden bist? Also wieso hast du dich dafür entschieden? Und ist es schwer, an diesen Job zu kommen?
Ja, das war ein bisschen ein längerer Prozess. Also ich glaube, das erste Mal von Trieschen habe ich gehört, als ich ein Praktikum in Büsum gemacht habe. Und da haben wir schon immer erzählt von Trieschen als der Insel, auf der die ganzen Brandgänse und Eiderenten mausern. Mhm. Und ja, und dann habe ich in meinem Bekanntenkreis immer mal wieder von Leuten gehört, die von Trieschen berichtet haben. Und irgendwie ist dann im Laufe der Zeit so ein bisschen der Wunsch in mir herangereift, das eben auch mal zu erleben, einmal für eine Saison quasi auf einer Insel zu sein und das ganze Leben hier mitzubekommen und natürlich aber auch ja, diese Vielfalt genießen zu können. Das Leben dreht sich da aber um Vögel und du bist ornithologisch interessiert wahrscheinlich, also wenn du immer wieder von Trieschen gehört hast und wenn Brandgänse und so in deinem Freundeskreis eine Rolle spielen. Ja, ich habe studiert in Kreiswald Landschaftsökologie und Naturschutz und bin immer schon viel an der Küste unterwegs gewesen und habe in verschiedenen Praktika die Ornithologie gelernt und oder auch lieben gelernt und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Und jetzt lebst du also seit März ganz allein auf Trieschen. Ja, also der jeweilige Vogelwart oder die Vogelwartin ist von Mitte März bis Mitte Oktober auf Trieschen und das alleine, weil Trieschen liegt ja im Nationalpark, in der Nationalparkzone 1. Das heißt, es herrscht hier ein Betretungsverbot und man darf hier nur mit Ausnahmegenehmigung hin. Und damit ja eben alles, was hier passiert, dokumentiert werden kann, gibt es eine Person, die das jeweils pro Saison übernimmt. Und in diesem Jahr bin ich das. Das heißt, was musst du dokumentieren? Du bist auf Trieschen, um zu beobachten, was sich da tut. Und das musst du festhalten und irgendwie weitergeben. Genau, also es sind verschiedene Sachen, die ich hier mache. Also das eine ist natürlich, dass ich das Betretungsverbot wahre und Störungen protokolliere. Gibt es Störungen? Ja, manchmal. Also es, an meinem ersten Tag war zum Beispiel ein Seekanu-Fahrer da, der hier angelandet wurde und der hier ganz kurz ausharren musste, bevor er wieder weiter konnte. Sowas passiert schon, aber sehr, sehr selten. Genau. Mhm. Was häufiger mal passiert ist, dass zum Beispiel Tiefflieger über die Insel fliegen und sowas nehme ich dann auch mit auf. Das dürfen die nicht, dass die so tief da drüber fliegen, oder? Es gibt eine Mindestflughöhe je nach Flugzeugtyp und das sollte eingehalten werden. Das ist einfach nur ein Störungsschutz für die Vögel hier auf der Insel. Und denen gilt dein Hauptaugenmerk, den Vögeln? Genau, das ist der nächste große Teil meines Aufgabengebietes. Ich mache hier die Monitorings, also das ist im Frühjahr, es ist vor allem die Brutvogelkartierung. Also ich ermittle im Grunde, wie viele Brutvögel von welcher Art gibt es hier eigentlich. Und ja, wie so ein bisschen der Bruterfolg gewesen. Und das andere sind die Springtidenzählungen, die alle 2 Wochen stattfinden, wenn das Wasser eben am höchsten ist, dass ich einmal alle rastenden Wasservögel aufnehme eigentlich. Okay, Springtide, dann steigt das Wasser deutlich mehr an und dann müssen alle Vögel sich ja auf Trieschen sammeln. Das ist die Argumentation, ne? Genau, dass halt möglichst wenig Wattflächen frei sind, wo sie sich sonst noch aufhalten können und dann am nächsten an der Insel dran sind, damit man sie gut erfassen kann. Und wie zählst du sie dann? Also das sind ja nicht 5 oder 10, sondern 10.000? Wie viele sind da? Das ist auch ganz arg unterschiedlich je nach Saison. Im Moment sind nicht ganz so viele da, weil viele jetzt natürlich noch in den Brutgebieten sind. Die Hauptzeit ist dann im Frühjahr und im Herbst, wenn sie eben auf dem Zug sind und das Wattenmeer dann nutzen, um ja Energie zu tanken und sich voll zu fressen für den Weiterflug. Genau, aber gezählt wird eigentlich meistens, indem man rastert. Das ist so die einfachste Methode. Das heißt, ich zähle einen bestimmten Teilbereich aus und gucke dann, wie oft dieser Teilbereich in diesem Schwarm vorkommt. Mhm. Weil jeden einzelnen Vogel zu zählen geht natürlich schwer. Ja. Vor allem, weil natürlich auch viel Bewegung drin ist. Deswegen muss man gucken, dass man relativ fix durchkommt. Und das hast du ja auch schon viele, viele Male gemacht. Also sonst wärst du ja jetzt nicht allein auf Trieschen und würdest das machen. Ja. Ja, was im Moment besonders ist, ist, dass die Eiderentenmauser ansteht und wir haben jetzt gerade 9000, also knapp bei der letzten Zählung 9500 Eiderenten hier, die am Strand sitzen. Da ist dann auch ein bisschen, ja, Zählerfolg und Durchhaltevermögen gefordert. Erzähl mal, weil bestimmt nicht alle sich da so auskennen. Mhm. Wie sieht die Eiderentenmauser aus? Also sie verlieren ihre Federn und sitzen die einfach am Strand und warten oder rupfen die sich ihre Federn aus oder was passiert dann? Also Mauser bedeutet
ganz richtig, ein Gefiederwechsel, weil im Laufe der Zeit wird das Gefieder natürlich beansprucht und dann muss es wieder erneuert werden, damit nicht so viel Energie bei zum Beispiel beim Fliegen verloren geht, weil das Gefieder dann intakter ist. Mhm. Und das Gefieder fällt dann eigentlich aus. Also sie müssen das nicht aktiv rupfen. Okay. Ja, und das Besondere bei den Eiderenten ist eben, dass sie eine sogenannte Vollmauser machen. Das heißt, sie verlieren nicht nur das Körpergefieder, sondern eben auch die Gefieder am Flügel und am Stoß. Und das macht sie für einige Zeit flugunfähig. Ach so. Also deswegen sitzen sie am Strand und warten, bis sie wieder fliegen können. Bis sie in Flügel wachsen. Bis sie in Federn wachsen. Bis die Feder dann wieder nachwachsen, genau. Ja. Also sie sind auch viel in den Dielen dann unterwegs und auch hauptsächlich nur dann zu Hochwasser hier selber auf Trieschen. Aber davor sind sie eben dann auf den Sandbänken und im Priel unterwegs. Faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Ja. Was passiert mit den ganzen Federn? Die bleiben da am Strand liegen oder musst du die einsammeln, weil die irgendjemand weiterverwertet oder gehen die einfach in Gang der Natur? Die bleiben hier auf Trieschen, genau. Also sie bauen sich ja auch irgendwann ab. Ja, ja, ist ja auch natürlich. Genau. Also, und wer ist noch mehr gerade bei dir auf der Insel? Das sind in erster Linie dann die Brutvögel noch. Also Trieschen hat etwas mehr über 5000 Brutpaare. Das sind ganz, also die größten Mengen sind die Großmöwen, also das ist in erster Linie Silbermöwe und Heringsmöwe. Und dann noch die Lachmöwen und die Flussgeschwalben, die bilden auch größere Kolonien hier. Und dann zahlenmäßig kommen dann die Kormorane und die Löffler. Die stellen so die höheren Zahlen dar. Super. Dann ist es ja alles andere als ruhig auf deiner einsamen Insel, oder? Das stimmt. Also gerade zu Anfang des Jahres, als die Balzaktivität besonders hoch war, also in der Zeit der Partnersuche quasi und oder in der Partnerfindung, war hier ordentlich was los an Geräuschkulissen. Genau, jetzt lässt es gerade schon ein bisschen wieder nach, aber es ist trotzdem noch sehr schön. Starten die mit Sonnenaufgang oder macht die Lärm im Rhythmus von Ebbe und Flut, weil die ja sich an die Gezeiten angepasst haben? Es ist schon eigentlich tageszeitenabhängig. Also man hört eigentlich die ganze Zeit durch, aber die Hauptaktivität ist schon ab Sonnenaufgang. Faszinierend. Und wie sieht dein Alltag aus? Also richtest du den Alltag nach Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang aus oder musst du dich wegen der Zählung der Vögel nach Ebbe und Flut richten? Ich lebe eigentlich schon ein bisschen nach Ebbe und Flut. Tatsächlich, also gerade eben zu den Zählungen ist natürlich immer wichtig, dass Hochwasser ist. Aber ich gucke zum Beispiel auch, dass ich die Strandkontrollen immer mache, wenn niedriger Wasserstand ist, damit ich eben nicht so viele Vögel aufscheuche, wenn ich dort langlaufe. Also eigentlich sind meine Aufgaben hier schon immer an die Tiere gebunden. Also du musst in die Luft gucken oder musst gucken, wie sich die Flugzeuge verhalten. Du musst aufpassen, dass kein anderer nach Trieschen auf Trieschen eindringt. Du musst die Vögel zählen und den Strand musst du auch noch im Blick behalten und gucken, was da angespült wird wahrscheinlich, oder? Ja, nicht zwingend. Aber das ist natürlich der Bereich, in dem ich mich am besten bewegen kann. Auf der Insel, weil gerade jetzt zur Brutzeit ist natürlich das Störpotenzial schon recht hoch, auch wenn ich nur eine Person hier bin auf Trieschen und um das eben zu minimieren, bin ich eben meistens nur am Strand unterwegs und versuche dann viel vom Rand mitzubekommen. Findest du sonderbare Sachen oder faszinierende Sachen am Strand? Was wird denn da angespült? Ganz unterschiedliche Sachen, also vieles natürlich irgendwie von der Fischerei Material, also Teue oder Netze. Manchmal sind auch Lebensmittel dabei, die von irgendwelchen Schiffen hier angespült werden. Mhm. Luftballons findet man auch immer wieder zum Beispiel. Also es ist wirklich ganz divers. Ja. Ja. Viel Plastikmüll wahrscheinlich, oder? Auch, ja, genau. Ja. Und ganz am Anfang, bei meinem ersten Strandspaziergang, das fand ich auch ganz spannend, da war ein Hydrofon dabei, also ein Unterwassermikrofon. Das angespült worden ist? Mhm, genau, und das kam aus Frankreich, aus einem Projekt dort. Und hast du da Kontakt aufnehmen können? Ja, ich habe mich da zurückgemeldet, weil das hat natürlich wichtige Daten gehabt und die hat natürlich ein Interesse, dann das auch zurückzubekommen. Das ist ja faszinierend. Und war das noch funktionsfähig, weißt du das?
Ich glaube schon. Also ich habe es dann ans Festland mitgegeben und es wurde dann auf jeden Fall zum Hersteller zurückgeschickt und der hat es nochmal durchgecheckt. Aber ich habe noch keine Rückmeldung bekommen, ob es jetzt noch funktionsfähig war oder naja, nicht. Naja, aber eigentlich sind ja Hydrofone dafür gemacht, unter Wasser zu arbeiten. Von daher müsste es ja ausgehalten haben, ne? Genau, ja. Gut, also richtest du deinen Alltag nach Ebbe und Flut aus, aber du kannst nicht mal eben zwischendurch irgendwie einkaufen gehen. Wie versorgst du dich eigentlich? Also ich gebe einmal in der Woche eine Bestellung auf und die wird mir dann gebracht von Axel Rohwedder, der hier der Inselversorger ist quasi. Mhm. Und Axel Rohwedder, der ist schon seit seiner Kindheit mit nach Trieschen gefahren mit seinem Vater, der das früher gemacht hat. Ja. Und hier so stark verwurzelt, dass er das jetzt weitermacht. Okay, also kriegst du einmal die Woche dann ja doch recht frische Sachen und musst immer kochen. Ja. Oder dich jedenfalls selbst versorgen. Genau, ja, so ist es. Und waschen, gibst du auch Wäsche mit oder was für Möglichkeiten hast du da? Du hast ein kleines Zimmer da, da gibt es ein Vogelwetterhäuschen, eine kleine Wohnung da oder wie bist du untergebracht? Also ich lebe in einer Hütte auf Stelzen, weil die Insel ohne Deich im Winter auch überspült wird, steht sie eben auf Stelzen. Die ist quasi ein Raum, in dem sich alles abspielt. Ich habe jetzt so eine kleine Küche mit einem Gasherd, um kochen zu können. Ich habe einen Ofen, der mit Holz betrieben wird, um zu heizen. Das bedeutet eben auch, dass ich Feuerholz machen muss und Treibholz sammeln und dann Feuerholz sägen. Ja, und sonst einen kleinen Arbeitsbereich und ein Bett. Das ist es im Großen und Ganzen schon. Aber es reicht eben zum Leben. Und dann ist der Axel Rohwedder ist der einzige Mensch, den du da regelmäßig siehst. Oder fährst du zwischendurch ans Festland, einfach um mal ein bisschen unter Leute zu kommen? Nein, ich bin die ganze Zeit hier. Für ein halbes Jahr? 7 Monate insgesamt. Und ja, Axel ist mein einziger regelmäßiger Kontakt. Zumindest. Ja. Nun bist du ja schon fast 3 Monate da. Ja, genau. Wie gefällt dir das? Also, was liebst du an diesem Ort und was vermisst du? Mhm. Ich fange mit dem Lieben an, glaube ich. Also, was ich unglaublich faszinierend finde, ist eben diese Dynamik von der Insel und diese Unberührtheit mitzuerleben. Es gibt ja einfach nur noch so wenig Plätze in Deutschland oder eigentlich auch weltweit, in die man so hautnah dabei sein kann. Also eigentlich bekomme ich das schon mit, seit ich hier auf die Insel gekommen bin, dass sich zum Beispiel der Strand von einem Tag auf den anderen irgendwie verändern kann. Erzähl mal, inwiefern? Zum Beispiel nach einem Sturm. Ja, sieht man manchmal, dass die Kleikante am Strand abgebrochen ist oder dass sich die Dünen dann ein bisschen mehr aufgetürmt haben oder dass irgendwo so eine Muschelfläche entstanden ist. Genau, das kann wirklich sehr, sehr schnell gehen. Mhm. Aber ich merke es eben auch daran, dass die Sandbänke gerade am Aufwachsen sind. Als ich im März hier angekommen bin, waren die noch relativ flach und jetzt werden sie immer höher. Spannend, ja. Und das andere ist natürlich, dass ich ja diese Vielfalt einfach auch miterleben kann. Also ich kenne sonst keinen Ort, in dem ich vor die Tür gehen kann und dann so mittendrin im Geschehen bin. Und das ist wirklich sehr besonders, ja. Dann zum zweiten Teil der Frage, was ich vermisse. Ich glaube, das sind wahrscheinlich in erster Linie schon meine Freunde und meine Familie so ein bisschen, auch wenn ich mit ihnen telefonisch sehr gut in Kontakt stehen kann. Genau, Netz hast du ja, nicht? Wir telefonieren jetzt auch auf dem Handy. Also immerhin hat Trieschen Netz. Das ist doch gut. Ja, Trieschen hat Netz und Trieschen hat auch Internet. Also super, also bist du ja nicht abgeschnitten, sondern kannst auch Videokonferenzen machen und FaceTime und so weiter. Und da kannst du deine Freunde sehen. Ja, und wir führen ja auch den Trieschen-Blog von Nauu-Blogs. Genau, berichten wir immer wieder über die Geschehnisse von Trieschen. Das ist auch eine meiner Aufgaben. Das ist eine total tolle Seite, die ich nur allen ans Herz legen kann. www.blogs.nabu.de. Da gibt es umfassende Informationen über die Vogelinsel Trieschen, die Perle im Nationalpark. Das machst du wirklich liebevoll, dass du diesen Blog da immer wieder neu bestückst. Und ja, da kann jeder mal sehen, was du da erlebst. Danke. Der Blog läuft ja über die NABU-Website. Ist die NABU für Trieschen zuständig?
Genau, ja, der NABU Schleswig-Holstein hat den Betreuungsauftrag für die Insel und ich bin jetzt im Namen vom NABU hier und ja, übernehme die Tätigkeiten, die damit verbunden sind. Ja, und das andere, was ich so ein bisschen vermisse, ist, glaube ich, tatsächlich meine Waschmaschine. Ich tatsächlich? Ja, also ich versuche etwa alle 2 Wochen Wäsche zu waschen und das passiert dann per Hand. Ja, und das ist schon aufwendig, genau. Also mit Waschbrett so wie früher, oder wie? Nee, tatsächlich ohne. Ich habe kein Waschbrett. Ja, aber es ist dann einfach ein Ausringen und ein aneinander reiben. Und dann versucht man das Beste draus zu machen. Ja. Oh ja, das ist tatsächlich aufwendig. Das hatte ich jetzt gar nicht erwartet, das wusste ich auch nicht. Also das, ja, faszinierend. Also ein völlig anderes Leben, was du führst, ne? Ja. Ja, und sonst habe ich aber wirklich alles, was ich hier brauche. Also die Sachen, die ich zu Hause gelassen habe, die vermisse ich gar nicht. Und das ist auch ein sehr schönes Gefühl, muss ich ehrlich sagen, ja. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Also warst du schon mal vorher irgendwo? Es gibt ja auch Vogelwarte auf den ostfriesischen Inseln oder auf Mellum, da sind es aber nie eine alleine, sondern mehrere. Warst du schon mal irgendwo in so einer Funktion oder war das eine verrückte Idee? Nein, ich habe es tatsächlich schon mal ausprobiert. Also ich war auf Mellum schon mit anderen Freiwilligen und ich war auch immer wieder da und habe das ein paar Mal gemacht und habe das dort sehr lieben gelernt. Aber die Herausforderung für mich war halt einfach auch, das mal alleine ausprobieren zu wollen. Das habe ich jetzt gemacht. Und das ist begrenzt bis Mitte Oktober dann oder würdest du verlängern? Es ist eigentlich schon so gedacht, dass man für eine Saison nur hier ist. Also in Ausnahmefällen geht es auch mal, dass man als Vogelwart oder Vogelwartin zwei Jahre quasi angestellt ist. Aber das ist eher selten der Fall. Hast du jetzt wahrscheinlich auch Kontakt zu anderen Vogelwarten? Ich denke nämlich gerade, es gibt ja bei den ostfriesischen Inseln westlich von Jüst auch Memmert, da lebt ja auch ein Vogelwart ganz alleine. Habt ihr Kontakt, wie das so ist, so von Vogelwart zu Vogelwartin? Nach Memmert jetzt nicht, aber nach Norderoog habe ich Kontakt mit der Vogelwartin, die dort dieses Jahr ist. Da ist auch eine alleine auf Norderoog. Ja, und ich habe sie kennengelernt auf einem Küstenvogelkolloquium, das dieses Jahr auf Amrum stattgefunden hat. Und da haben wir gesagt, das wäre eine schöne Idee, wenn wir mal so ein bisschen Erfahrung austauschen. Ja, und das funktioniert auch wirklich gut und ist auch sehr schön, einfach so ein bisschen zu hören, was auf anderen Inseln passiert. Ja, und wahrscheinlich könnt ihr dann auch Sachen besprechen, die du mit uns nicht besprechen könntest, weil ihr einfach in so einer speziellen Welt gerade lebt und weil das einer von außen wahrscheinlich nicht so nachvollziehen kann, oder? Ja, auf jeden Fall auch. Mhm. Ja, es ist einfach zu schwer zu beschreiben, was für ein Gefühl das hier ist und wie sich das Leben so gestaltet. Auf Mellum ist es ja so, dass es im August und September 2, 3 Fahrten gibt, wo man mit einer kleinen Gruppe auf die Insel kann. Mhm. Gibt es irgendeine Möglichkeit, Trieschen zu besuchen? Für Außenstehende nicht, nein. Mhm. Also das ist wirklich tatsächlich sehr streng geregelt. Wir haben hier manchmal irgendwie wissenschaftlichen Besuch quasi. Also dass von der Nationalparkverwaltung Leute vorbeikommen, um hier zum Beispiel beim Monitoren zu helfen, also Vegetationskartierung zum Beispiel und zur Sedimentationsmessung oder wenn die Möwen beringt werden hier zum Beispiel, dann kommen auch Leute auf die Insel. Aber das, wie gesagt, dann mit Ausnahmegenehmigung und nur sehr selten oder zu speziellen Anlässen. Ja, schade. Umso wichtiger, dass du da bist und dass du uns allen in deinem Blog berichtest. Und wie toll, dass du uns auch hier im Nordsee-Podcast heute erzählt hast und uns mitgenommen hast nach Trieschen. Ja, sehr gerne. Das hat mich wirklich gefreut. Ja, danke, Melanie. Das hast total schön erzählt. Also, danke. Ja, wirklich faszinierend. Das ist echt eine ganz andere Welt. Einen schönen Abend nach Trieschen. Ja, danke dir auch. Oh, tschüss. Tschüss. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Das war doch der reinste Podcast-Urlaub, oder? Wenn ihr mehr Lust auf Urlaub habt und mehr Lust auf Meer habt, dann kommt einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer. Liebe Grüße, wo auch immer ihr gerade seid und wo auch immer ihr zuhört. Bis dann!